Moin, hallo und herzlich willkommen bei deinem Update. Das ist unser kleiner Podcast, mit dem wir heute beginnen und mit dem wir niemals wieder aufhören werden. Mein Name ist Maren. Ich bin auf der einen Seite des digitalen Abgrunds und auf der anderen Seite ist Raphael. Hallo, Raphael. Hallo, Maren. Sehr schön. Und damit sind wir vorgestellt und damit können wir starten. So, was haben wir vor? Warum sind wir hier? Erzähl mal was. Okay, was machen wir hier eigentlich? Du fängst an. Warum sind wir hier? Sollen wir das Bällchen hin und her Werfspiel machen? Habe ich jetzt den Redeball? Ja, bitte. Okay, wir sind hier, weil wir Bock haben, uns über den ganzen Quatsch zu unterhalten, den wir so spannend finden in unserem nerdigen Alltag. Apps, Spiele, Programme, Software, Gadgets, die Schnittstellen zu uns, unserem Leben, unserem Alltag. Genau, aber wir sind keine Experten. Wir machen das auf Laienebene. Wir machen das aus der Sicht von Kulturwissenschaftlern und aus der Sicht von Soziologen. Und nein, Quatsch, überhaupt nicht. Also wir sind alles ein bisschen, aber wissen eigentlich nicht so ganz genau, was wir machen. Sondern wir gucken uns alles, was digital ist und unseren Alltag beeinflusst, an und versuchen dazu schlaue Sachen zu sagen und halten uns für relativ kompetentes zu tun, oder? Und wir stellen die Frage in den Raum, kann man Experte für Nerdtum sein? Gibt es das? Du hast es gerade eben so schön formuliert, wir sind keine Experten. Es gibt keine Experten, das stimmt. Wir sind eigentlich der Podcast, der Nerdologie jetzt mitbegründen wird, richtig? Ja, das würde ich auch so sehen, weil, wie wir das jetzt schon gesagt haben, das Themenfeld einfach dafür so weit und offen ist, dass es nicht so festzuhalten ist, als würden wir jetzt zum Beispiel sagen, wir sprechen nur über Videospiele oder wir sprechen nur über Applikationen für Smartgeräte. Das wäre dann so ein Bereich, wo man sagen könnte, hier gibt es qualifizierte Ausbildungen für, keine Ahnung, ne? Aus technischer Perspektive oder aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Das ist hier nicht der Fall. Wir werden auch zwischendurch mal über Huba Buba reden und oder über, ach so, die Koala-Kinder. Genau, die Koala-Kinder. Wir sind, genau. Wir sind die 80er-Generation, wir kommen aus den Anfängen der Computer- und Digitalzeit und wir wollen sozusagen aus der Perspektive, wie wir uns reingearbeitet haben in das Digitale und was das Digitale jetzt für uns im Alltag ausmacht, anschauen. Richtig? Richtig. Ja. Das kann man so zusammenfassen und ja, wenn irgendjemand Bock hat, sich das anzuhören, ich würde es mir anhören. Ja, dann seid ihr herzlich eingeladen, ab jetzt die langen Sachen anzuhören und mit dabei zu sein. Wir werden auch versuchen, regelmäßig, ich sage jetzt nicht bei jedem Mal, aber regelmäßig das Ganze auch so ein bisschen mit der Perspektive von vielleicht guten Tipps und Empfehlungen in Sachen Software so ein bisschen zu garnieren, sodass das vielleicht auch einen gewissen Mehrwert hat. Man freut sich ja immer, wenn man irgendwas gelesen oder gehört hat, wo man dann mal googeln kann, ob die App oder das Programm oder das Spiel für genau. Das heißt, wir testen sowohl alltägliches Zeug, reden darüber, wie wir das nutzen, als auch ganz ungewöhnliche Spiele, ungewöhnliche Apps, die seltsame Sachen machen, stranges Zeug von der 3D-Horror Augmented Reality-App bis hin zu dem Pflanze einen Baum, wenn du für 5 Minuten nicht an dein Handy gehst, App. Also lauter schräges Zeug. Und auch ganz normales Zeug, PayPal, WhatsApp, auch darüber reden wir. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann ja, dranbleiben, ne? Nicht wie bei Löwenzahn abschalten, dranbleiben.